So. Lars, Rüdi, wir sind hier mitten in Monaco in der ersten Reihe. Aber wieso hier und nicht in Italien? Ja, weil wir gestern alles gegeben haben, um nach Italien zu kommen. Sogar einen Schlepp in Kauf genommen haben, um dem Mistral zu entkommen. Und dann wurden wir in Italien der Einreise verweigert, weil Italien die Corona-Bestimmungen verändert hat und wir nicht an Land durften. Das lief in etwa so an, wir kamen rein, die Landcrew hat schon mit den Armen gewunken, ihr dürft das Land nicht betreten, weil die Behörden dort schon mitbekommen haben, dass wir angekommen sind. Und hätten wir das Land betreten, hätte uns quasi die Carabinieri mehr oder weniger verhaftet, unter der Bedingung, dass wir direkt in die Quarantäne gehen. Wir durften also weder weiterreisen ohne Quarantäne, hätten einen Test machen müssen oder durften das Land nicht betreten. Gleichzeitig war ja noch das Wetter nicht ganz so ideal, das hat auch noch Druck gemacht. Könntet ihr das auch noch ein bisschen schildern, die Umstände? Ja, wir wussten vom Forecast, dass am Nachmittag Gewitter mit Sturm gemeldet war. Und während wir da quasi vor dem Sturm in Sanremo in den Hafen sind, war schon zu sehen, dass da was kommt. Und es hat sich gezogen und gezogen und gezogen. Und irgendwann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, hey Jungs, wir brauchen jetzt eine Entscheidung, weil hier bleiben können wir nicht. Im schlimmsten Fall weiter nach vorne können wir auch nicht. Wir müssen zurück und wir müssen dahin, wo das Gewitter herkommt. Und das war sehr tricky. Deshalb haben wir dann relativ schnell entschieden. Ja, und kaum waren wir aus dem Hafen raus, kam das Gewitter auf und sehr stark, also mit Wind, Welle und Blitz und Donner, und so auf halber Distanz war zum Glück ein ganz kleiner Hafen, der aber im Bau war. Also bereits 20 Meter nach der Einfahrt vom Hafen waren Seile quergespannt von den Baukranen, konnten uns dort ein wenig zurückziehen, kam sofort Hafenbehörde oder der Bautrupp, was macht ihr hier? Ihr könnt hier nicht wohnen. Da sagt ihr, nein, nur Zwischenhalt aus Sicherheitsgründen. Da waren wir circa 20 Minuten, 30 Minuten dort drin. Und kaum gingen wir raus, strömend Regen, kam die berühmte Retourkutsche, sagt man dem. Wenn auf einer Seite schönes Wetter ist, auf der anderen Seite schlechtes Wetter. Und es kam wirklich ein sehr starker Regensturm auf, sage ich mal. Palermo als Ziel war ja knapp am Horizont, dann kam dieser Abbruch. Enttäuschung oder trotzdem ein Erfolg? Ja, auf der einen Seite bist du natürlich immer enttäuscht, wenn du das Ziel, was du dir gesteckt hast, nicht erreichst. Aber auf der anderen Seite, wir haben wirklich alles gegeben, wir haben sehr viel erlebt. Wir können aus meiner Sicht sehr stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Und in letzter Konsequenz war das ja nicht das Ende, sondern es war ja der Anfang, ne? Weil jetzt kommt ein Film, jetzt kommt eine Vortragsreihe und jetzt können wir all die Learnings, die wir für uns mit unserem Superteam gemacht haben, den Menschen weitergeben, die uns begeistert zugeschaut haben, die uns verfolgt haben und denen wir damit was Cooles mitgeben wollen. Lars, von dir auch noch ein letztes Wort? Was natürlich offen bleibt, hätten wir Palermo erreicht, hätten wir es nicht erreicht, wenn ich die Durchschnittsdistanzen am Anfang schaue, hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Schaue ich die Distanzen an, wo endlich der Wind auf unserer Seite war, zu unseren Gunsten war. Wenn ich diese Durchschnittsdistanzen genommen hätte, hätte es eventuell mit Reservetage auf den letzten Zacken gereicht. Die Frage bleibt offen, wir werden die Antwort nie kriegen. Corona und Italien hat uns einer sehr tollen, sehr erfolgreichen, auch vom Team her, sehr abenteuerreichen Reise und Challenge ein jähes Ende bereitet. Aber wir haben sehr viel erreicht, wenn wir zurückschauen. Über 1200 Seemeilen haben wir ausgerechnet, bereits zurückgelegt. Für mich ein riesengroßer Erfolg, eine ganz tolle Story und ein ganz großes Erlebnis. Lars, Rüdi, vielen Dank. Wir bleiben gespannt, auf was kommt. Und ich bedanke mich. Stay tuned. Ciao. Danke. No, you can. Bye bye.